Simon ist sicher ein schönes Beispiel, wie Künstler da spezifisch auf die Landschaft, auf die Architektur, auf die Räume eingehen. Wunderbar, wie er Materialien von hier verwendet, aus Draht, die auch als Kuhweide funktionieren. Nachher tönt, wie ein Hackbrett von hier oben. Und so machen dann auch alle geladenen Künstlerinnen und Künstler eine Arbeit, wirklich speziell für die Situation hier oben. Das Schöne an dieser Ausstellung finde ich, dass man kann immer in eine Hütte rein eine Soundinstallation auf sich wirken lassen und dann wieder raus. Und dann ist man hier in dieser wunderbaren Landschaft, kann die Ohren putzen und dann ist man wieder bereit für die nächste Hütte.